Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns meine Performance in dem Monat Juli an. Wenn wir jetzt reinsehen als allererstes, was habe ich diesen Monat investiert, das sind 1115 Euro gewesen, wieder wirklich eine wahnsinnige Summe. Und das bedeutet, ich habe dieses Jahr jetzt schon mehr investiert als im gesamten letzten Jahr. Ganz genau sind es 13.389 Euro. Und das entspricht von meinem Ziel, das ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe, eben 18.000 Euro zu investieren. Davon sind es schon 74%. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut, okay, knapp über 13.000 Euro habe ich schon. Bis Jahresende sollen es 18.000 Euro werden. Da bin ich wirklich auf einem guten Weg und bin auch sehr zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Bei der Dividende könnte es ein bisschen schwieriger werden. Da hatte ich mir ja vorgenommen, eben 801 Euro zu bekommen. Diesen Monat habe ich erhalten 43,74 Euro, was eben 489,38 Euro für das Gesamtjahr bisher sind. Das sind 61% von meiner Zieldividende von den 801 Euro. Der eine oder andere Unternehmen hat ja die Dividende entweder gestrichen, ausgesetzt, gekürzt und deshalb, es könnte etwas knapper werden, aber für mich ist es ja sowieso das Wichtigste, eben diese 18.000 Euro zu schaffen. Und da bin ich ja, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn wir uns jetzt mein Portfolio anschauen, sehen wir, die größte Position nach wie vor ist Microsoft. An zweiter Stelle hat sich jetzt ja Apple an Unilever wieder vorbeigeschoben. Dritte Stelle eben dann Unilever. Dann habe ich meinen MSCI World ETF. Wir haben Fresenius, EPR Properties, Activision Blizzard, Disney, Nestle, SAP, den Dow Jones ETF, Johnson & Johnson, Shell, Allianz, Jungheinrich, Imperial Brands und dann wird es auch immer kleiner. Könnt ihr ja auch sehen. Wir haben ganz neu mit dabei, ist auch relativ klein die Position, bespare ich jetzt neu 50 Euro im Monat in den China Large Cap ETF, weil ich eben mich ja an China beteiligen möchte, aber dort keine direkten Investments tätigen will. Deshalb habe ich mich da für einen ETF entschieden. Jetzt kommen wir zum Interessanten. Die Performance, die liegt diesen Monat bei minus 2,55%. Leider nicht ganz so gut. Die letzten Handelstage waren eher schlecht. Das hat so ein bisschen alles nach unten gezogen, wenn man sich jetzt hier anschaut. Okay, wir waren zwischendurch mal sogar bei plus 1,8%. Es ist aber ja immer eine sehr, sehr kurzfristige Betrachtung. Ich mache das der Transparenz halber und mir ist es eben wichtig, diese Langfristigkeit, und deswegen stört mich das auch überhaupt nicht, wenn wir da wieder mal einen Monat dabei haben, der etwas schwächer war. Wertpapiere ganz oben, mega gut gelaufen. Jungheinrich, also auch da sieht man mal wieder, wie sich so ein Sparplan auszahlen kann. Sehr gut zurückgekommen in den letzten Tagen und Wochen. An zweiter Stelle relativ abgeschlagen mit nur noch plus 8,75%. Omega Healthcare, gefolgt von Pernod Ricard, SAP, Apple. Apple hat ja auch wieder wahnsinnig gute Quartalszahlen vorgelegt. Danach ist die Aktie auch zeitweise mit über 10% nach oben gesprungen. Also wirklich stark, was da passiert. Apple hat auch angekündigt, einen Aktiensplit zu machen, 1:4. Was bedeutet das konkret? Ich habe dann zukünftig eben viermal so viele Apple-Aktien bei mir im Depot. Ich habe aber sonst leider keine Vorteile davon. Die Aktie wird optisch günstiger, Marktkapitalisierung bleibt gleich. Die Dividende pro Aktie wird dann dementsprechend durch 4 geteilt. Das heißt, ich kriege jetzt auch nicht die vierfache Dividende von Apple. Es wäre schön, ist aber leider nicht so. Von daher für mich persönlich ändert sich da nicht ganz so viel. Wir haben als nächstes VP Carry, Unilever und dann Takt Immobilien AG. Und alles so die ein bisschen mehr noch im grünen Bereich sind. Wenn wir jetzt ganz unten schauen, größte Verliererposition diesen Monat ist EPR Properties, dann die Mini-Boeing-Position, wir haben Gazprom, den Dow Jones ETF, Imperial Brands, Shell und auch der MSCI World ETF hatte nicht ganz so einen guten Monat, 3M lief auch nicht so gut, Visa auch nicht, Microsoft auch nicht, das gehört eben ganz normal dazu und die Volatilität gehört eben zur Aktienanlage, ich bin mir dessen bewusst und sehe dem Ganzen auch ganz entspannt entgegen.
Erträge hatte ich ja vorhin schon erwähnt, da haben wir 43,74 Euro gehabt. Wie teilt sich das auf? Imperial Brands hat ausgeschüttet 17,51 Euro. Wir haben Iron Mountain mit 16,25 Euro. Nike mit 1,85 Euro. Wir haben Pernod Ricard mit 5,27 Euro. Und zum Schluss VP Carry mit 2,86 Euro. Und da kommen wir eben auf diese 43,74 Euro. Wenn man jetzt die Monate ab März betrachtet, ist das wieder ein schlechter Monat in Anführungszeichen, weil ich will ja keine Aktien aus, die jetzt unbedingt jeden Monat ausschütten müssen oder dass ich jeden Monat gleich viel Dividende bekomme, sondern mir ist wichtig, qualitativ hochwertige Unternehmen auszuwählen und wann die ausschütten, das ist mir ehrlicherweise im Prinzip egal. Wenn man sich jetzt aber ansieht, okay, 2020 eben diese knapp 44 Euro, 2019 waren es ja nur 6,10 Euro, also eine enorme Steigerung und dann gegenüber 2018 ja noch viel krasser, da habe ich ja knapp nur über 1 Euro bekommen, damals von Disney. Disney hat jetzt diesen Monat leider nicht ausgeschüttet, die haben ja die Dividende leider ausgesetzt, aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass die auch zukünftig wieder gezahlt wird. Was bedeutet das, wenn wir uns hier nochmal das Quartal ansehen? Also ich habe mit den 43,74 Euro sind es natürlich ja schon fast 2018 überholt. 2019 werde ich auch definitiv schlagen. Und wenn wir uns die Jahresansicht anschauen, sieht man auch da, ich bin jetzt schon deutlich über dem Gesamtjahr 2019 und das entwickelt sich wirklich genauso, wie ich mir das vorstelle und bin da sehr, sehr zufrieden. Mich würde es wie immer sehr interessieren, wie denn ja euer Monat gelaufen ist, wie euer Portfolio abgeschnitten habt, wie viel Dividende ihr bekommen habt, ob das alles ja so läuft, wie ihr euch das vorstellt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Sven.